Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Halo mit mir, dem Nico. Ja, ich habe Halo schon ein paar Mal durchgespielt und habe gesagt, komm, das Spiel ist einfach so geil, hat eine mega Porno-Story. Das müssen wir einfach im Let's Play mal machen. Ich habe mir vorgenommen, Halo in circa 8 bis 9 Stunden insgesamt durchzuspielen. Für die, die das Spiel kennen, ist das schon ganz okay. Dazu will ich es in schwer spielen. Ich habe es mal geschafft, also ich habe mal das einmal durchgespielt, einmal eine ganze Nacht durch in 8 Stunden. Punkt 8 Stunden wirklich. Und habe mir gesagt, komm ey, sowas, jetzt bist du eh besser im Spielen und sowas, so was bringst du jetzt im Schwer nochmal. Aber ich gebe mir wenig mehr Zeit, ich will 8 bis 9, höchstens 10 Stunden brauchen. Was vollkommen normal ist. Also Legendary Mode werde ich hier nicht spielen, denn für den habe ich 3 Wochen gebraucht. Ja, da waren einfach 2-3 Stellen, die fucken einen einfach ab. Die nehmen einen von hinten und BÄM rein mit. Also die zerstören einen einfach. Ja. Da kann man nichts machen. Ich habe alles schon bearbeitet, wenn irgendwas im Sound wieder mal nicht irgendwie passt, was irgendwie voll normal ist bei mir, weil meine Stimme so leise ist und so weiter, werde ich es natürlich immer hoffentlich wieder gescheitert kriegen. Aber ich hoffe, es wird klappen. Ja. Und da würde ich sagen, fangen wir mal an. Neues Spiel. Da sieht man schon alles durchgespielt. Da seht ihr da unten rechts hier. Na egal. So, The Pillar of Autumn in Heldenhaft. Heldenhaft ist schwer. Also der Modus schwer ist Heldenhaft. Cortana, haben wir sie abgehängt? Ich glaube, wir beide kennen die Antwort. Das war ein blinder Sprung. Und sie sind... Vor uns angekommen? Ihre Schiffe waren schon immer schneller. Sie konnten uns auch gut verfolgen. Bei Lichtgeschwindigkeit kann ich kaum manövrieren. Für uns ein Blindflug. Bis wir abgebremst haben. Wir haben ein riesiges Loch im Subraum hinterlassen. Sie haben auf der anderen Planetenseite gewartet. Wie sieht es also aus? Unsere Jäger räuchern gerade ihren letzten Spähposten aus. Nichts Ernstes. Aber ich habe Signaturen mehrerer CCS-Kampfgruppen aufgefangen. Gehen Sie von 3 Großschiffen pro Gruppe aus. In 90 Sekunden sind Sie hier. Tja, na dann. Geben Sie Gefechtsalarm Alpha aus. Alle Mann auf Ihre Stationen. Alle, Sir? Alle. Und Cortana? Hm? Empfangen wir Sie recht herzlich. Habe schon angefangen. Achtung, alle Kampftruppen. Begeben Sie sich auf Ihre Stationen. Fünfter Zug, Schleusen auf Deck 11 sichern. Zug 14 schließt sich an Shot Charlie der 22. Taktischen an. Ihr habt die Dame gehört. Bewegt euch und zwar plötzlich. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, dies ist keine Übung. Männer, jetzt werden wir diesen krakenköpfigen Kotzbrocken zeigen, dass sie sich keinen schlimmeren Feind hätten aussuchen können als die menschliche Rasse. Wir werden diese Saftsäcke in Stücke schießen, bis uns die Munition ausgeht und sie dann mit ihren eigenen Eingeweiden erwürgen. Habe ich recht, Marines? Sir, yes, sir! Mhm.
klar habe ich recht. Und jetzt raus! Ausführung! Achtung an alle! Wir greifen den Feind an. Externer und interner Kontakt steht bevor. Alle Greenhorns, die die Allianz von nahen sehen wollen, heute ist euer Glückstag. Wow! Gut, tauen wir ihn auf. Schalte untergeordnete Systeme online. Breche die Hülle in 30 Sekunden. Fertig! Bolzen in 5 Sekunden! Los, Feuer wir müssen raus hier! Sie sich zu Verteidigungsstellungen Alpha bis Sierra. Sensoren zeigen ein Enterschiff der Allianz. Bereithalten zur Abwehr von Eindringlingen. Und da sind wir! Chief! Captain Chief irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. So. Hier lang! Ah, das Tutorial ist leider übersprungen worden. Eine lustige Sequenz, wo hier einer gekillt worden ist. Schade! Finde ich jetzt doof. Man musste hier kalibrieren und da, die Sachen anvisieren. Das haben sie wohl übersprungen, weil ich das irgendwie schon gemacht habe. Keine Ahnung, merkwürdig. Gut, wir gehen da lang. Oh mein Gott, überall Tote hier, ne? Ich werde auch hoffentlich nicht spoilern oder irgendwie sowas. Sichert die Sprengtüren! Los! Los! Da drüben! Sir, der Captain braucht Sie dringend auf der Brücke! Folgen Sie mir! Ja, lass mich durch! Komm nur! Wir können übrigens nicht rennen, wir können nur laufen. Auf geht's, Chief! Ja, was ist das? Aber ich hab's vor langer Zeit gespielt, also hier müsste viel eingerostet sein. So, dann gucken wir mal weiter. Captain Keys? Schön, Sie zu sehen, Master Chief. Es sieht nicht gut aus. Cortana hat alles gegeben, wir hatten keine echte Chance. Ein Dutzend überlegene Kampfschiffe gegen nur einen Halcyon-Kreuzer. Unter den Umständen reichen 3? Okay, 4 Treffer. Gut geschlafen? Nicht durch Ihre Fahrweise. Haben Sie mich vermisst? Bericht! Es muss eines der Enterkommandos gewesen sein. Schätze Antimaterieladung. Ma'am, Feuerleitsystem der Hauptkanone ist offline! Captain, die Kanone war meine letzte Angriffsoption. Na gut. Neuer Befehl, Cole-Protokoll, Artikel 2. Wir verlassen die Orten. Das gilt auch für Sie, Cortana. Und Sie? Gehen Sie mit dem Schiff runter? Sozusagen. Das Objekt, das wir fanden. Ich versuche drauf zu landen. Mit Verlaub, Sir. Es gibt schon zu viele tote Helden. Ihre Sorge ist rührend, Cortana, aber ich kann nicht anders. Das Protokoll ist klar. Vernichtung oder Gefangennahme einer künstlichen Intelligenz ist inakzeptabel. Also verlassen Sie das Schiff. Erfassen Sie einige Notfall-LZs, laden Sie sie in mein Neuralnetz und machen Sie sich auf einen rauen Transfer gefasst. Aye, aye, Sir. Hier kommen Sie ins Spiel, Chief. Bringen Sie Cortana vom Schiff. Schützen Sie sie vorm Feind. Wenn Sie sie kriegen, haben Sie alles. Einsatz der Streitkräfte, Waffenforschung. Die Erde. Ich verstehe. Die Autumn wird Ausweichmanöver durchführen, bis Sie die Landung einleiten. Es wird Sie nicht kümmern, aber ich rate dazu, dass meine Routinen den Endanflug steuern. Gute Arbeit, Cortana. Danke. Sind Sie bereit? Nur zu. Viel Glück, Master Chief. Ihre Architektur und die der Autumn ähneln sich sehr. Kommen Sie nicht auf komische Ideen. Ist nicht geladen, mein Sohn. Munition musst du dir unterwegs suchen. Ja, Cortana steht megamäßig auf unseren geilen Chief. Keine Waffe. Ach
so, ungeladen. Ja, klar. So, ich wollte gerade fragen, wo die Waffe geblieben ist. Aha. Hilfe! Und los! Ballern wir die im Nahkampf rein. Oh. Ja. Was ist das? Die Marines könnten Hilfe brauchen, Chief. Ja. Tun sie ihr Bestes. Weg! Ja. Okay. Easy! Hey. Alles easy hier. Los geht's! Mit bombigen Grüßen! Lass das! Aus dem Weg! Ich sehe die nicht, ne? Nein. Hab mehrere Ziele! Wir können sie nicht aufhalten! Guter Schuss! Gefechtsteams auf Deck 7 und 8 zur sekundären Verteidigungsstellung zurückziehen. Sperrfeuer! Na komm! Hinlegen! Was ist das? Aufpassen! Okay, ich glaube, ich hab auch was vergessen. Waffenwechsel ist nicht drinne. Also nicht eingestellt. Mehr Feinde, alle oh nee. Schon erster Tod, war? Nee. Nicht, er hat mich nicht getroffen. Mit dem. Komm, wo bist du? Komm, bam! Kopf runter, wir sind zu zweit hier drin, klar? Die Alter. So, die Waffe ist gut. Und dann gehe ich nochmal ganz kurz in die Einstellung, denn ich habe keinen Waffenwechsel. Und ohne Waffenwechsel kannst du aber nichts machen, wa? So. Ja, lol. Na komm. War auf Tabulator vorhin, also mach ich nachher wieder da drauf. Ah, schon besser so. So, und Granaten wechseln kann ich auch. Nur. Ja, oben lädt ihr das Granaten wechseln jetzt gerade mal eine Runde. Alles klar. Dann bangen wir die mal weg, ne? Gefechtsteams auf Deck 5 bis 9 zur sekundären Verteidigungsstellung zurückziehen. Easy. Zum Teufel, hat uns da gerade was getroffen? Tempo, zurück zur Luftschleuse. Weiß ich nicht, kann aber sein. Ja, ein Mark 5. Ich sehe sie. Was ist das? Oh. Das hat sie beeindruckt. Oh, Granaten sind so böse von denen. Lass mir ein paar übrig. Was war das? Was zum... Ich hab ihn zuerst gesehen. Ja, explodiert die Granate hier nicht mal? Der war noch nicht tot. Sie benutzen die Luftschleusen der Rettungskapseln, um ihre Schiffe anzudocken. Wir setzen uns ab und sie gehen rein. Gar nicht dumm. Na? Keine Spur von ihnen. Dum, 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 dum. So, muss ich lang? Wie macht man mal... Ach so, okay. Puh. Die Pistole ist übrigens mega mighty. Und los! Mit bombigen Grüßen. Normalerweise, wenn du dann Headshot landest, dann... Oh, einer ist weg, einer ist weg. Bam! Crew und Kommandopersonal auf Decks 1 bis 4, sofort zu den Evac-Stationen. Ziemlich guter Hit, wenn man so einen Headshot macht. Viel Spaß! Pam, 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 pam. Nicht hier weg hier! Schlecht, komm, einfach. Bumm! Hey, das war meiner! Ich lieb diese Stimmendinger von, Sprach... Alter. Wie findest du es, nochmal abgeknallt zu werden? Genau das. Diese sprechende und los! KI in Halo finde ich geil. Was war das? Lass das. Was war das? Oh. Aus dem Weg! Weg. Die Waffe von denen ist so mighty, sie hat halt wenig Muni. Na komm, ein paar Granaten einsammeln. Mist! Ich hol sie nicht. Immer helfen. Lass sie nicht entkommen! Ah, mir entkommst du nicht! Einen habe ich erwischt, aber den anderen nicht. Hä? Ich habe genug von dem Scheiß. Oh mein Gott. Neben mir ist eine Granate explodiert. Sniper-Style. Mir entkommst du nicht.
Aua. Mann, was machst denn du da? Vollidiot, ey. Steck das ein! Lass was für die anderen übrig! Ja, lass was für die anderen übrig, genau. Sieht ihn irgendjemand? Pam. Gib mir Deckung! Oh nein! Du hast eine Überraschung hier. Ja, das brennt! Ach, das brennt! Komm raus, damit ich dich sehen kann! Ich feiere das so megamäßig. Crew und Kommandopersonal auf Decks 9 bis 12. Sofort zu den EWAC-Stationen. Hier ist noch Schild, nice. Das ist so geil, weißt du, wenn man normal spielt, also das Spiel, wer es will, ich kann es irgendwie als Download bereitstellen. Denn das ist kostenlos. Beziehungsweise, weiß es gar nicht. Ich hab's halt einfach. Und, hab's auch per Download gekriegt. Triss mich nicht. Erstmal die kleinen Ads hier wegmachen. Schluss jetzt! Da weg? Ah ja, perfekt. So. Da hier. Live. Aua! Weg hier! Geh weg! Hab ich den gesteckt wie ein Held. So, weil die Waffe kacke ist und die einfach geiler ist, meiner Meinung nach, nehme ich jetzt die. Allianztruppen im Gang über uns! Okay, machen wir fertig. Mist! Restliche Crew und Kommandopersonal sofort in die Rettungskapseln. Rückzug zu den EWAC-Stationen. Das brennt! Mit dem. Was zum... Bin getroffen! Wow, Alter, willst du mich hier im Nahkampf erwischen? Ah, das brennt! Komm, weg mit dir. Elite! Pam. Hey, hey! Oh, Elite, zurück. Mein Arsch ist Elite hier. Ja. Unglaublich! Ja. Vorsicht, könnte überall sein! Ah. Ha! Oh ha. Mann! Hey! Okay! Ich liebe diese Stimmen, Digga. Das war meiner! Weiter so! Ach, geil. Ich liebe Halo. Also, ja. Das Spiel ist. Kann so mega viel. Oh, select ganz leicht. What the fuck, warum das denn? Na, könnt an Fraps liegen. Wir werden sterben. Bleib stehen. Hier kommt Nachschub. Wow, da ist noch einer. Nee, ich wurde von meinen Kumpels abgeballert, ne? Lass was für die anderen übrig. Ich hab sie. Was zum? Alter, ich übersehe den halt echt, ne? Mit dem. Ja, die sind so mega schwer wegen dem Schild und allem. Kampfteams Alpha bis November, begeben Sie sich zu den nächstgelegenen EWAC-Stationen. An alle, hier spricht der Captain. Bereit machen zum Verlassen des Schiffs. Kampfteams, Eindringlinge aufhalten, bis das Kommandopersonal weg ist. Viel Glück, Kiesende. Jo, machen wir. Die Rettungskapseln starten, Beeilung! Achtung, Sprengtüren werden geschlossen. Sie zerstören die Rettungskapseln. Die wollen wirklich nicht, dass wir es auf den Ring schaffen. Wir müssen die Wartungsgänge des Schiffs benutzen. Folgen Sie dem NAV-Punkt, er führt Sie zu einem Ausgang. NAV-Punkt. Da. Und schon ist der NAV-Punkt weg. Hammer geil, weißt du, sowas ist Navigation. Ah, da ist es, das. Der Ausgang. Mehr Feinde! Kampfteam Sierra bis Victor. Bereithalten für Evakuierung. Boom. Kann nix, der Typ. Von der anderen Fresse aufs Maul. Von der anderen Seite aufs Maul. Ich krieg von der anderen Fresse aufs Maul, genau. Leute, das ist Deutsch-Skill. Ja, ich hab die Pistole abgeworfen. Zurück. Eins. Heilen können wir auch gerade nicht. Die
Die Allianz wollte sie wohl beim Nickerchen überraschen. Ja. Haben sie aber nicht geschafft, die Mongo. Guck mal vor deinen Füßen. Die haben leider echt nichts gezogen, wa? Ja, er läuft! Ne? So töte ich immer meine Gegner. Einfach mal warten, bis hier einfach die Map explodiert. Das hätte gerade eben mein Tod sein können, ne? Ich hatte nämlich neben mir Granaten. Und wäre das weitergeflogen, dann wäre ich mit explodiert. So, erstmal Licht. Weg mit dir. Was zum... Sperrfeuer! Einer gestorben ist. Ich gehe rein. Lass was für die anderen übrig. So immer was übrig lassen, ey, voll unfair. Ich sehe ihn auch nicht. Mehr Spaß haben. Alle Kampfeinheiten, Rückzug zu den tertiären Verteidigungsstellungen. Da ist noch einer. Tertiär sind die vierten, für die, die es nicht wissen. Aua, von der Seite angreifen, richtig unfair. Die Schäden an den Aufbauten sind beträchtlich. Ich weiß nicht, ob das die Autumn noch lange mitmacht. Alter, hat der eine Granate gerade geworfen, ey. War nice. Baller dich weg. Gefechtsteams auf Deck 7 und 8 zur sekundären Verteidigungsstellung zurückziehen. Eine Rettungskapsel ist noch übrig. Schnell an Bord, bevor sie startet. Ja, machen wir. Er ist es. Wo? Das wird in eine Leere sein. Gute Arbeit. Okay. Ist die hier? Nee. Hä? Bin ich ja, ich darf auf eiskalt vorbeilaufen, ne? Hier? Nee. Wow, hier so ein... er ist größer als ich dachte. Geil. Er ist größer als ich dachte. Oh nein, oh nein. Genau der richtige Zeitpunkt abzuhauen. Hau rein. Aye, aye, Sir. Abdocken okay. Geh auf minimalen Sicherheitsabstand. Wir schaffen es doch, Sir. Ich will hier draußen nicht sterben. Seht. Was ist das, Lieutenant? Keine Ahnung, aber da landen wir. Die Autumn, sie ist getroffen! Ich wusste es. Die Autumn beschleunigt. Keys fliegt manuell. Festhalten, wir sind da. 5 Sekunden bis zum Atmosphäreneintritt. Wollen Sie sich nicht lieber setzen? Keine Angst. Daumen drücken. Sie haben welche. Wir sind zu schnell. Scheiße! Bremsklappenausfall viel zu früh! Wir schmieren ab! Alle festhalten! Chief? Chief, hören Sie mich? Endlich. Sind Sie okay? Können Sie sich bewegen?
Die anderen. Der Aufprall. Wir können nichts mehr tun. Und damit sind wir auf Halo gelandet. Leider nicht so gut. Aber hier sieht man den Ring und meine Eier. Mega Achtung, nice. Ich habe mehrere anfliegende Landungsschiffe der Allianz geortet. Wir sollten uns in diese Hügel dort zurückziehen. Wenn wir Glück haben, glauben die, dass wir alle beim Aufprall gestorben sind. Dann machen wir das mal. Tja. Alarm! Landungsschiff der Allianz nähert sich. Sie suchen sicher nach Überlebenden. Ich schlage sofortiges Absetzen vor. Mit diesen Worten würde ich sagen... Na, ihr wisst doch schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!